Hallo und herzlich willkommen zu Gold. Heute starten wir tatsächlich auch Golden in unserer Ausstellung California Dreams. Die können Sie nämlich auch in Ihrer Mittagspause anschauen. Mittwochs bieten wir in unserer Kunstpause Speedführungen an, die in etwa so lange dauern wie ein Spaziergang über die Golden Gate Bridge. Wenn Sie sich rechtzeitig anmelden, dann bekommen Sie am Ziel auch noch ein Lunchpaket. Anne-Theresa de Kersmarker ist eine der prägendsten Choreografinnen des zeitgenössischen Tanzes. Und trotz allem hat sie 36 Jahre lang ihr bekanntestes Stück selbst getanzt. Am 6. Dezember wird sie allerdings erstmals hier in der Bundeskunsthalle zwei andere Tänzer ihr Stück Face interpretieren lassen. Und Sie können dabei sein im Forum. Künstler wollen natürlich nicht nur die Kunst der Kollegen sehen, sondern am liebsten ihre eigene Ausstellung präsentieren. Eine erste Chance darauf gibt es für Studenten der 24 Kunsthochschulen in Deutschland durch den Bundespreis für Kunststudierende. Eine Jury hat 7 Gewinner ausgewählt und Sie können deren Arbeiten noch bis zum 5. Januar hier in einer großen gemeinsamen Schau in der Bundeskunsthalle erleben. Was will mir die Künstlerin damit sagen? Das haben Sie sich doch bestimmt auch schon mal gefragt, oder? Die einfachsten und sicherlich verständlichsten Antworten in klarer Sprache darauf haben ganz sicher Annalisa Plettenberg und Uschi Bates. Ab Mitte Dezember werden die beiden Sie wieder im Tandem durch unsere Beethoven-Ausstellung führen, die dann eröffnet. Wir freuen uns auf Sie und melden uns wieder, wenn es was Neues gibt. Bis dann!